Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Tag 3 nach unserem Neustart, Umzug, wie auch immer. So, muss ich kurz orientieren. Was haben wir denn? Cowboy-Hut, wir haben 9 Uhr. Passt. Pfeile haben wir, Fleisch haben wir. Naja. Mehr Forged Iron könnte ich mitnehmen. Gebe ich gerade in Auftrag? Okay. Das kannst du einschmelzen. Okay. So. Looten ist die Devise. Haben wir? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt sammeln wir erstmal auf. Rucksack. Bin ich über Holz gelaufen? Über ein Vogelnest? Nee, gut. Verbranntes Biom in der Nähe. Mhm. Ja, eigentlich ist mir dann doch eher unheimlich. Ich habe die Scheiße ganz bewusst in der Hand, weil ich will sie auch mal ausprobieren. Vielleicht bringt es ja was. Weiß man ja nicht. Reifen nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Ups, daneben. Und Holz nehmen wir natürlich auch mit. Schadet nicht. Nein! Oh. War die Hand schneller als alles andere? Oh, oh, was war das? Die Schematik für einen Explosionsbolzen. Ja, ich will. Sehr schön. Hopf. Oh je, der Safe, der bricht mir doch zusammen. Das erkenne ich doch. Kann ich den stabilisieren? Das ist doch die Frage. Probieren wir es. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht lässt er sich stabilisieren. Das wäre schön. Meistens ist es so, der liegt so instabil in der Mitte, dass sobald man ihn aufgeknackt hat, er einfach zusammenbricht.
Wir schauen mal. Vielleicht bringt es ja was mit den Woodframes. Das ist ja der Test. Würde mich freuen, wenn es klappt. Und? Hat geklappt. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, da müssen wir jetzt doch ein bisschen scrappen. Das verputzen wir gerade, das dürfte etwas helfen. Okay. 52, und jetzt? Vielleicht kriege ich ja. Ja. Ist ein bisschen besser. Och. So. Briefkasten. Handlebar Ammunition Book. Das kannte ich noch nicht. Und damit kann ich Bullet Tips herstellen. Dafür brauche ich das Ammunition und Bullet Casings. So, jetzt weiß ich, wie das geht. Dann schauen wir im Haus mal, ob wir hier was Gescheites finden. Immerhin Stoff und Holz. Gibt auch Stoff, okay. Schauen wir erstmal. Einmal Wasser ist gut. Nochmal Wasser. Eine Dose, die kann man scrappen. Ganz schön viel Wasser gefunden, finde ich gut. Erstmal die Tür aufbrechen. Und dann werden wir hier in. Repair. Dann werden wir hier in der Stadt dann mal schön looten. Und uns direkt freuen, dass wir hier was Schönes haben. Bin gespannt, was in der Essensbox da hinten ist. Sind wir hungrig? Ja, könnten wir machen.
Eine Leiche. Fett. Alter. Feuerpfeile. Jetzt haben wir Explosions- und Feuerpfeile gelernt. Cool. Oh, Bücherregal. Vielleicht können wir ja noch was lernen. Für eine Pfeilspitze habe ich überhaupt keinen Platz mehr. Quality Joe brauche ich 30 Punkte für. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Okay, dann liefern wir erstmal ab und kommen dann wieder. Kein Platz. Also, Gläser, Gläser, Gläser. Was zu trinken. Das liefern wir alles ab. Zzt. Waffenkiste. Waffen, 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 Waffen. Nein. Pistolenmunition. Shotgun. Hülsen, Pistolen, Waffenöl. Das oh, 10 mm. So. Fleisch. So, habe ich eigentlich ausreichend. Na, ich behalte es mal lieber. Mhm. Brennholz. Ist nichts mehr Wichtiges drin. Ich bräuchte wahrscheinlich mal wieder eine bessere Fire Axt. Da stellen wir uns eine her. Und die alte Elfe verbrennen wir gerade mal. Na, es dauert noch einen Augenblick.
Oh, was ein schöner Treffer. War jetzt eigentlich nur so ein Schuss. Aber okay, dann legen wir los. Das Fleisch nehmen wir mit, das Fett nehmen wir mit. Und den Pelz nehmen wir natürlich auch mit. Schön ergiebig. Warum nicht? Wenn sie es schon angeboten hat. Wir stinken jetzt natürlich. Ja, es hat auch Ausdauer gekostet. Das muss weggemacht werden. Wir wollen ja niemanden anlocken. Oh, Ausdauer ist im Sack. So, hier irgendwo war ein Vogelnest. Das hatte ich noch gesichtet. Die Frage ist nur, wo war das? Jetzt finde ich es nicht mal mehr. Echt blöd. Okay, Stühle. Brennholz. Da war ich drin. Das habe ich alles. Ah, eine 17er Axt. Das ist gut. Das ist schon ein bisschen besser als das übliche. Hier war kein Bild mehr? Nee, gut. Da fällt mir was ein. Genau, Leitern. Da brauche ich keine bauen. Die baue ich mir ab. Wunderschön. Okay. Verschlossene Tür ist immer gut. Ausdauer mal wieder. Oh, Scrap. Rucksack. Sehr schön. Ja. Das ist Beute. Das machen wir auch noch schnell weg. Bücher. Das kostet auch ganz schön Ausdauer und natürlich die Axt ist auch schon wieder halb runter. Ah, am Anfang ist alles noch etwas beschwerlich. Oh, eine Leiche. Schade. Rucksack. Ein leeres Glas nehme ich immer mit. Drei Gläser, sehr schön. Ne Ranch. Das war ein Fund. Da bauen wir gleich das Klo ab. Saugeil. Glas nehmen wir mit. Und in der Garage. Schwarzpulver, sehr schön. Okay. Das muss weg. Das wird gescrapped. Essen, trinken ist das. Wird auch gescrapped. Scrap und weiter geht's.
Hier sind wir noch nicht fertig. Ich brauche Kabel. Komm her. Gib's mir. Ich weiß, dass du Kabel hast. Da ist es. Die einzigste Möglichkeit, an Kabel ranzukommen. So. Und raus. Da ist auch das Vogelnest. Jetzt haben wir es wieder. 18 Federn. Und das passende Auto. Ah, kann ich den eigentlich abbauen? Nee. Den kann ich. Okay. Sind schon wieder voll. Das gibt's gar nicht. So, dann nix wie hoch. So, Gläser haben wir wieder gefunden. Sehr gut. Fleisch, Fett, Pelz kommt da nicht hin. Waffenteile. Das ist allerdings Brennholz und das können wir scrappen. Das kommt weg. Pistolenteile. Dazu Federn, Schwarzpulver. Das. Das ist ein Shotgun, das ist Papier. Das geht nicht. Das kann ich nicht abbauen. Das kann ich nicht abbauen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Gut, dann haben wir das auch getestet. Gas kommt noch weg. Das ist Multi Water. Das sind ganz schön viele leere Gläser. Da müsste ich auch irgendwann mal aufpassen, ob ich nicht irgendwo Wasser sehe. Das ist Alkohol. Okay.
So, 14 Uhr. Das nehmen wir schön auseinander. Preisfrage, können wir das auch auseinandernehmen? Nein. Und ein Safe, können wir den auch auseinandernehmen? Nein. Gut. Okay. Da ist noch so ein schickes Auto. Mal gleich mal checken. Da war noch gar nicht dran gewesen. Ja. Gib mir was Exotisches. Na komm. Motor, Batterie. Ach. Schade. Da ist noch ein Auto. Da waren wir drin gewesen. Na gut, dann gab es eben nichts. Da steht auch ein Auto, oder? Ein Bär. Und das ist ein Autowrack und das auch? Okay. Der Bär kann mir jetzt gerade mal gestohlen werden. Ah, das können wir noch zerlegen. Dann hätte ich gesagt, das Haus da drüben ist es. Ist das ein Autowrack oder ist da noch was dran? Ne, das ist ein Wrack. Okay. Das ist noch ein schickes Auto. Überall Löcher im Boden, das ist ja ganz merkwürdig. Leider nichts drin. Schade. Stuhl ist Brennholz. Stoff ist immer gut. Stoff und Holz. Wieder Stühle. Wieder Wasser und ein ganz besonderes Leckerli werden wir uns jetzt holen.
Ihr kennt ja die Stelle. Da ist nichts drunter. Wo dann? Hier, hä? Repair. Na komm schon. Ja, da ist es. Da ist der versteckte Rucksack. Nehmen wir doch glatt. Das ist ein besseres Badana. Weir und Scrap. Und da machen wir schön Holz draus. So werden wir uns einig. Oh, es geht noch nach oben. Stuhl. Das war schon wieder. Jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, Fleisch ist nicht wirklich unser Problem hier. Na komm. Da ist Beute. Sehr schön. Na komm. Gib mir noch was. Jawohl. So, die haben wir noch kaputt. Wunderbar. Schnell das Essen nach oben bringen, bevor es jemand wittert. Fett, da ist das Fleisch. So, das ist noch Wasser. Schlechte Reifen werden gescrapped. Die auch, nur die guten behalten wir. Das kommt weg, das kommt weg. Das ist, sieht gut aus. Das. Das kommt weg. Daraus können wir eigentlich eine Mine basteln. Mein. Cool. Dann haben wir 4 Minen. Sehr schick. Knochen.
Waffen weg. Das kommt weg. Das. Pelze, das bleibt. Das können wir mal reparieren. Oh, habe ich nicht gelernt. Kann ich nicht reparieren. Also, Werkzeug kommt weg. Quatsch. Hier lang. Verdammt. Naja, zwei Federn, besser als nix. War ich hier schon drin gewesen? Buchladen? Ich glaube, gell? Ja. Aber in der Apotheke war ich bestimmt noch nicht. Moly Bread. Oh, geil. Nehmen wir erstmal außen rum. Leeres Glas gefällt mir. Schade. Ich hätte gedacht, der hätte Munition dabei. Oder was anderes Schickes. Ein Rucksack. Beziehungsweise eine dicke Tasche. Jupp. Oh shit, er ist nicht tot. Oh Mann. Okay. Musste mal ein bisschen scrappen. Scrap.
das und na, das. Das können wir eigentlich essen. Okay. Bierkühler. Hervorragend. Dann sehen wir uns jetzt mal die Pillen an. Ein Pillenladen. Ein Haufen Dreck. Antibiotika. Saugeil. Jetzt haben wir 5 geile Verbände. Ey, die Schematik für den Erste-Hilfe-Kasten. Yes. Sehr cool. Jetzt geht's. Kartoffelsamen nehme ich mit. Ich kann nichts mehr mitnehmen, verdammt. Level. Oh ja, Quality Joe. In Perfektion. Und wir müssen wieder weg. Weil wir ratzevoll sind. Aber in die Apotheke gehen wir gleich nochmal, um den Rest zu holen. Das auf jeden Fall. Menge Kram gefunden. Saugeil. Waffenteile. Da haben wir doch wieder was. Das kommt weg. Das. Holz weg. Thank you.
Mini-Horde, hä? Habe ich noch Holz dabei? Nee. Wenn ich Glück habe, fällt der Baum direkt auf ihn und ich bin es problemlos. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Komm schon, schneller, schneller. Da ist er schon. Hat ihn erwischt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Schön reparieren, weil die große Haltbarkeit haben sie nicht mehr nach dem Update. Da muss man schon ein bisschen hinterher sein, dass die Verteidigung auch noch das ist. Na, was ist denn hier los? Ja, das gibt Level, ich weiß. So, warum geht es denn hier? Was macht er denn hier für so? Ja, jetzt geht's. Warum steht da eigentlich nichts? Naja, ist egal. So, Apotheke. Ach, geil. Antibiotika. Antibiotika, nochmal. Ist das cool? Oh, wie viel denn noch? Das ist ja geil. Fett. Da müssen wir die Barrikaden noch wegprügeln. 18 Uhr, naja, passt noch. Die haben wir schon gelernt. Dann müssen wir noch die Tür aufbrechen. So. Das nehmen wir mit. Stuhl nehmen wir mit. Biegerwäsche.
Das wäre wahrscheinlich zu viel erwartet. Müssen wir doch auf eine Schwester warten. So, jetzt haben wir alles. Ja, dann können wir auch wieder gehen. Hier ist noch ein Auto. Sehr schick. Ja, Eisenrohre sind im Moment en masse vorhanden. Oh, ich bin voll. Schon wieder ein bisschen Luft. Verdammt. Och. Jetzt aber. Sporttasche. Ja, das nehmen wir. Das kann ich alles nehmen. Noch Platz für Einsatzreifen. Vielleicht gibt es ja was Besseres. Und grün. Na gut. Schon wieder so die Pranken voll, dass wir nichts nehmen können. Wir nehmen noch ein bisschen Tee mit. Das können wir machen. Okay. Hier war ich auch noch nicht drin gewesen. Mann, oh Mann, oh Mann. Alles noch zu erkunden. Na? Wo ist denn eigentlich der Bär hin, der hier rumgelungert hat? Also auch keine... Scrap. Das ist ein Stein.
Die Lücke da oben muss ich auch irgendwann mal schließen. Ein Hingelchen. Wenn ich Federn raus haben will, muss ich mich beeilen. Das weg, das weg, das weg. Und jetzt beeilen. Naja, klappt doch wunderbar. Das ist überhaupt nicht sinnvoll gewesen. Oh, kein Holz. Das ist ja... Fleisch weg. Alkohol. Das. Lieber Mann, habe ich Gläser, das gibt's gar nicht. Painkiller ohne Ende. Das ist gut. Federn, das. Bisschen was zu trinken könnte ich brauchen. Da haben wir das schon. So, das Ding haben wir auch noch nicht. Das ist auch noch direkt in nächster Nähe. Ist natürlich zu. Aha. Das ist das kleinere. Und wir sind drin. Sehr schön. Na, was haben wir dahinter? Ich hätte mir den Helm aufsetzen sollen mit dem Licht. Repair.
Ein Safe. Okay. Den nehmen wir. Safe ist immer gut. Und wir haben noch genügend Zeit. Ich muss gerade mal darüber nachdenken. Ich glaube, die Feuerpfeile brauchen Stahlpfeile als Grundvoraussetzung. Na, gleich nochmal nachschauen. Yay! Ja, damit. So. Da waren wir dran gewesen. Einkaufswagen ist leer. Eine Leiche. Yes! Das sind doch genau die Pfeile, die ich brauche für Feuerpfeile. Schöne Hose. Bücher, was gibt's? Oh ja. Hunting Rifle. Nehme ich. Iron Boots. Geil. Läuft. Stühle. So, Toilette. Scrap. Okay. Gefährlich. Vogelnest. Da ist noch was. Ein Rucksack. Yes. Brauche ich alles. Was ist das? Auch noch eine? Oh, das gibt's doch nicht. Zwei Stück. Na, ein bisschen mager. Na gut. Ab nach unten. Und dann verkrümmeln wir uns hier wieder. Ein bisschen knapp von der Zeit. Vielleicht noch einen Baum fällen in der Zwischenzeit. Da haben wir noch Zeit, so ein bisschen Holz zu besorgen. Ja, Platz haben wir auch noch. Repair. Und dann müssen wir natürlich bei uns im Haus dann die Treppe vorbereiten. Die muss abgerissen werden. Dürfen nicht vernachlässigen.
wunderbar. Kriegen wir einfach noch schön Holz mit. Im Übrigen, wenn die Bäume weg sind, haben wir wieder mehr Sicht. Breiteres Schussfeld. Sehr schön. So. Aber in der Zwischenzeit. Jetzt können wir wegkloppen. Was? Ah, zu trinken. Oh. Repair. So, weiter geht's im Text. Wir müssen das Haus doch ein bisschen sicher machen. Jawohl. Ah, Runtime. Ramp. So. Jawohl. Um.
Ach, das ist das Räumchen, alles klar. Ja, das sieht doch gut aus als Rampe. Dann können wir das verkleiden. Dann ist das jetzt Bam. Aha. Ja, das passt. Sehr schön. Das passt außen. Sehr gut. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen Hausarbeit. Einmal das. Einmal das. Das muss alles weggekloppt werden. Habe ich denn überhaupt genügend Clay? Clay, 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 Clay. Und Steine für Cobblestone. Cobblestone Frames. Stellen wir nochmal 10 Stück her. So, dann müssen wir das abtragen. Oh, ein Tausender. Scheiße. Aber es geht nicht anders, es muss weg. Wir leider mal ein bisschen drauf rumprügeln, wenn wir diese Wand ausbessern und einen Außenschutz setzen wollen. Ist nicht anders machbar. Da wir nicht viele Cobblestone Rocks haben, können wir gar nicht so viel machen. Oh, es dauert. Leider haben auch diese kaputten 1000. Ach klar. Repair. Ach Mann. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn das Ding zu einem Woodframe wird, kann ich es dann wieder ganz normal als Woodframe verarbeiten? Das muss ich gleich mal gucken.
Eventuell brauche ich hier gar keinen Stone reinsetzen. Der ist nämlich arschteuer. Dann reicht's, wenn ich das einfach wegprügel. Und wenn es ein Holzrahmen ist, tue ich ihn ganz normal als Holzrahmen aufwerten. Das würde auch gehen. Ganz genau. Das geht. Das ist noch Brachwasser, das ist lecker trinken. Ich habe noch gar kein Beet angesetzt. Ich habe. Ah, siehst du? Habe ich überhaupt eine Hoe? Ich habe, glaube ich, gar keine Hoe. Nee. Noch eine Mine wäre nicht schlecht. Pulver und Scrap Iron. Habe ich nicht. Schlechte Reifen tun's auch. Da ist er. Gartenhoe. Habe ich schon eine Schaufel? Für Ausgraben? Ja, habe ich. Sehr gut. Das habe ich allerdings. Ich habe Pistole gelernt. Habe ich gar nicht mehr parat gehabt. Geil. Was ist alles? Pistole. Ich habe eine Pistole. Hab ich gar nicht mehr auf dem Bildschirm gehabt, dass ich eine machen kann. Ist ja geil. So.
Okay, Pistole. Da haben wir auch noch mal Minen. Werkzeug kommt woanders hin. Da habe ich auch noch eine Ranch. Okay. Das ist, wenn man so ein bisschen durcheinander hat. So. Nein. Zwei weitere Minen. Perfekt. Pulver. Scrap kommt weg. Das kommt weg. Also, Pistole hatte ich gemacht. 44er. Kann ich nicht. Okay. Hunting Rifle kann ich. Stimmt, habe ich ja gelernt gerade. Ich erinnere mich. So, die Pfeile. Das ist ein sehr guter Hunting Rifle Stock. Das und ein schöner Lauf. Das ist jetzt alles Brennholz. Na, schön bewaffnet. Schrotflinte kann ich wahrscheinlich noch nicht. Nee. Das ist eine kurze. Kann ich eventuell schon die Munition für eine Shotgun? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Tello. Na, dann ist halt was.
da halt ein bisschen mehr. Da ist davon auch noch was. Na also. So. Ja, muss mich mal sammeln. Kann ich alles nicht. Die Flammenpfeile kann ich. Eier habe ich irgendwie nicht. Schade. Das müsste ich auspflanzen, das müsste ich auspflanzen. Das müsste ich auspflanzen. Und das müsste ich auspflanzen. Dazu noch das. Das ist die Hau. Okay. Garten will ich eher. Warum nicht? Sind vor der Tür. Na. Hartes Beet.
könnte ja auch mal das Licht anmachen. Wichtig ist Kartoffel, Mais, so ein Kram. Kartoffel ist das Allerwichtigste. Fast alle guten Gerichte brauchst Kartoffeln für. Na. Vierter Tag schon. Mhm. Okay. Kartoffelsamen habe ich eh nur 3, also kommen die zuerst. Dann die Blaubeeren. Oh, die muss ich erstmal zerkleinern und die müssen danach auch zerkleinert werden. Also machen wir den Kaffee als nächstes. Den Mais können wir wild aussehen. Der braucht keine Beete. Ein Vogelnest zwischendurch mal schnell entdeckt. Und ein leeres Glas. Vielen Dank. So. Mais.
einfach parallel zum Beet. Wunderbar. Hm, 20 haben wir noch. Dann kommt die in Reserve. Okay. Ah, Kornmehl, Federn, leeres Glas. Federn haben wir noch gefunden. Können weg. Das haben wir geerntet. Auch weg. Die Ho kann wieder weg. So, da hat man noch eine Rechnung offen, dass wir hier einen gescheiten Frame draus machen. Und sonst können wir es vergessen, hier eine Tür einzusetzen. Noch Iron Bars gemacht, habe ich gar nicht daran gedacht. So, ich habe eine Hoe, ich habe eine Schaufel, ich habe eine Pickaxe, ich habe eine Fire Axe. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Craften. Und das kannst du Small Stone. Geil. Das Moped schon mal aufbauen. Ich brauche dafür gute Reifen. Das kann ich gebrauchen. Hm, 21, sehr schön. Es wird doch langsam. Mühsame Arbeit. Das Ding muss weg.
Eine Lampe, ein Kabel, 4, 2 Ducktape und Händelbar. Den Händelbar habe ich gefunden, das weiß ich. Eine Lampe, Eisenrohr, Ducktape. Wo ist Händelbar? Wo ist er? Habe ich die hier? Ja. Vier und zwei Ducktape, alles klar. Na, das Kabel fehlt. Kabel. Sehr schön. Dann brauchen wir noch ein Seed. Oh, viermal Ducktape. Ja, passt. Leder, was brauchen wir noch? Cotton. Und ein paar Rohre. Wunderbar. Das zurück. Daraus machen wir Small Stone. Lenker. Ein Sitz, jetzt brauchen wir nur noch Batterie und Motor. Das wird geil. Kleine Mini-Horde wieder. Ach. Wo ist die andere? Ups. Den hatte ich eigentlich drin gesehen. Ah, müssen wir wieder reparieren.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Die nutzen sich zwar jetzt schneller ab, aber so übel finde ich die nicht. Also gerade für den Anfang sind die doch sehr geil. Sehr gut aus. Ah, die Saat geht auf. Sehr schön. So. Sieht nicht schlecht aus, ihr Lieben. Das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Also, bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.